Willkommen zur Edge Down Body Fabrik. In dem Tutorial geht es heute um den Trizeps. Ich werde euch heute zwei Übungen vorstellen, mit der man richtig geil den Trizeps trainieren kann. Und ich werde euch anhand wieder von Schaubildern zeigen oder Videos eben, wie man den korrekt ausführt. Das ist ganz wichtig. Und zum einen ist es eben die Übung im Ochsenschwanz. Ja? Das heißt also, das sind die Griffe, ja, also das Seil, ja, das kennt jeder. Das heißt auch Ochsenschwanz, allgemein Begriff. Und die Übung ist sehr, sehr gut. Natürlich darauf zu achten ist, dass ihr mit eurem Körper, ja, also so wie ihr es auf dem Video seht, dass ihr mit eurem Körper eben eine schöne statische Haltung annimmt, also schön unter Spannung steht, ja. Und dass ihr nicht noch irgendwie mit Körpergewicht mit reinwippt, sondern dass der Trizeps, ja, dass der Oberarm seine Position relativ beibehält und nicht groß eine Bewegung macht, ja, wie es hier zu sehen ist, und dann schön runter, ja, und wenn ihr den dann auseinanderzieht, ne, ja, ihr geht nicht nur so runter, ihr zieht ihn dann auseinander, ja, so weit wie es geht, zieht ihr die Seilteile auseinander und dann geht ihr mit den Schultern leicht rein, ja, und dann haltet ihr das kurz und dann geht ihr wieder zurück in die Endposition. Und ganz wichtig ist, wenn das Gewicht euch zu schwer ist, wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe, ja, nehmt weniger Gewicht, ja, und macht die Ausführung gescheit, ja. Fangt nicht an, hier rum zu pushen, bringt euch nichts. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, eine super gute Übung, das ist auch hier im Kabelzug. Das ist einfach, wenn ihr die Trizepsübung auch einarmig macht. Das heißt, ihr nehmt euch einen Griff, ja, für den Seilzug, stellt euch das Seil ein, dass ihr ungefähr, wenn ihr reingeht, so wie hier, dass ihr da schon schön Spannung drauf habt, ja, dann guckt ihr, dass er das Gewicht relativ gut verlagert und eine statische Haltung annimmt. Und der Oberarm, ja, das sollte nicht hier hin und her pendeln, ne? Wie man es auf dem Schaubild wieder sieht. Dann geht der akkurat runter, ja, wieder hoch. Und die Rückwärtsbewegung, wie bei jeder anderen Übung auch, ja, die macht ihr langsamer, ja, als die Push-Bewegung, also wo ihr runterdrückt. Also die Primärbelastung wird schneller gemacht als die Sekundär. Die Sekundär ist, wenn ihr hochgeht. Und das war's. So viel dazu jetzt schon wieder. Ich werde euch natürlich noch andere Trizepsübungen zeigen, weil ihr müsst auch immer wieder mal die Übung wechseln. Habe ich auch schon erwähnt. Und dann wünsche ich euch mal viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao.